die Rolle, die Medien, jetzt rede ich gar nicht vom ursprünglichen, weiß nicht, Habermaschenanspruch sozusagen als ein Mittel der Aufklärung, aber auch die Rolle der Medien als Gatekeeper, nämlich sozusagen die Meinungen sozusagen zu ordnen, zu filtern, das, was in dieser großen Welt des sozusagen der sozialen Medien natürlich milliardenfach herumschwirrt, auch ein bisschen zu filtern. Ich sage ganz offen, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass auch insbesondere liberale oder linksliberale Medien in der letzten Zeit sehr stark sozusagen Meinung produzieren. Und diese Meinung heißt, ja, sozusagen, wir müssen beitragen dazu, dass die Ukraine gewinnt. Ist das. Ich meine, ist das sozusagen sehe ich das nur ich so? Siehst du die Rolle, die beispielsweise das Profil, aber auch der Falter oder auch andere eher liberalen Medien spielen? Sind die da sozusagen genug reflektiert, lass es mich so sagen? Oder sagst du, das ist auch ihre Rolle und die üben sie gut aus? Na, ich glaube, es gibt bestimmte Situationen, wo du, wenn du jetzt eine andere Meinung vertrittst, es dir sehr schlecht geht. Ja, wenn jetzt jemand auftritt, ein Politiker oder ein Journalist, und sagt, wir müssen das alles ein bisschen differenzieren, differenziert sehen. Wir dürfen da jetzt nicht nur Waffen liefern und so. Wer da jetzt, der ist ein armer Teufel. Ja, es gibt bestimmte Situationen, wo du lieber nichts sagst, auch wenn du dieser Meinung bist. Mir hat vorige Woche der Heinz Fischer mal gefragt, ich glaube, ich mache jetzt eine Aussendung, hat er gemeint, dass der Schallenberg ja recht hat, weil auf den Schallenberg sind alle hergefallen, weil er gesagt hat, so schnell kann die Ukraine nicht der EU beitreten, von heute auf morgen. Nicht? Ich mache jetzt eine Aussendung, dass der Schallenberg recht hat. Habe ich gesagt, Heinz, Vorsicht, es gibt Fotos, du sitzt da mit Putin und tätschelst ihm. Ja? Das hast du sofort Gute Diktatur. hast du am nächsten Tag sofort in allen Zeitungen. Bitte, ja? Es gibt Situationen, auch wenn du da überzeugt bist und der Meinung bist, dass das Dagegenhalten jetzt richtig wäre, wo es wahnsinnig schwierig ist. Ja? Sag einmal während einer MeToo-Debatte, dass das dir ein bisschen komisch vorkommt, dass sich das nach 25 Jahren das erste Mal erinnert, dass er wer am Hintern gegriffen hat. Könnte man auch sagen. Ja? Und dann 47 Millionen Dollar Schadenersatz dafür haben will. Ja? Also, Thema für einen aber wenn du das sagst, bist du erledigt. Oder der Falter macht auf mit einem Cover, mit einem jungen Pärchen aus der Ukraine, das heiratet mit zwei geschulterten Kalaschnikows. Also das habe ich zum letzten Mal in Lanzerhefteln von meinem Großvater am Dachboden gesehen. Solche Bilder. Also da ist schon sehr stark, jetzt bei allem, ja, man muss immer gleich sagen, das ist furchtbar, das ist ein putinscher Angriffskrieg und wir verurteilen den und so weiter. Also das ist ja das Zetrum Censeo, aber gleichzeitig fallen, ist mein Eindruck, ganz viele sozusagen Dämme, ja, werden gebrochen, was eine differenziertere Berichterstattung anbelangt. Die Schlafwandler, genau.